Die Frauen am Brunnen im Oktober 2022 und die Tag- und Nachtgleiche ist vorbei und es wird zusehends dunkler. Demzufolge unser Thema Licht und Dunkel, was nicht unbedingt nur Tageslicht bedeuten muss. Wir werden sehen, wo wir hinkommen. Bei unseren Gesprächen werden wir darauf warten am Brunnen, dass sich die Krüge füllen. Check-in. Magst du anfangen, Annalisa? Du bist, glaube ich, am allerersten da gewesen. Ja, heute war ein sehr seltsamer Tag, fand ich für mich. Also ich bin mit einem ziemlichen Kopfweh aufgewacht, hatte dann eine Videokonferenz, die dann doch ganz gut lief eigentlich und habe dann beim Marmelade einkochen, bin ich mein Kopfweh losgeworden. Das ist, war sehr erfreulich. Ja, ich gebe mal weiter an Marie-Rose. Ja, hallo. Licht und Dunkel, ja, mir macht das auch, also ich bin auch immer ein bisschen traurig, wenn da der Herbst dann so schnell kommt und jetzt ist es schon um 7 Uhr dunkel, und weil es nicht zu meinem Lebensrhythmus passt. Weil ich im Herbst und im Winter, wenn es so früh dunkel wird, das ist so 5 Uhr, 6 Uhr, das ist meistens die Zeit, wo ich noch mal richtig wach werde und noch richtig was machen möchte und machen kann. Und dann ist es draußen schon dunkel, also kann ich draußen nichts mehr machen. Ja, von daher passt mir dieser Rhythmus hier, dieser Erde auf diesem Kontinent, auf der Seite, wo ich gerade wohne, passt mir eigentlich nicht wirklich, ne? Und ja, Licht, es ist schon schön. Ich finde es so schön, wenn im Sommer die Abende so lange hell sind. Und es muss nicht mit Hitze, an Hitze gekoppelt sein. Es ist nur Helligkeit, ne? Also für mich wäre es wirklich, wenn die Sommerzeit immer wäre, das wäre für mich schon mal deutlich besser. Soweit zu mir. Ich sitze gemütlich hier. Und ja, ich gebe dann weiter an dich, Ramona. Ach, ich bin ja an. Dankeschön. Ja, ich bin so ein bisschen neben der Spur. Ich war gestern zum Check-up und habe mich als Testperson zur Verfügung gestellt. Und die erste Testmessung, sozusagen vorher, nachher, die war gut. Da war ich jünger biologisch als das, was auf meinem Papier steht. Und dann haben sie mich behandelt und dann brauchte es halt so ein bisschen Zeit. Und dann haben die mir, ich habe ja einen Yogakurs im Mai gemacht und der Yogalehrer ist jetzt irgendwie vor 2, 3, 4 Wochen verstorben. Und eine Woche vorher hat der auch nochmal diese Werte genommen bekommen gehabt und so. Dann haben die mir die Werte gezeigt. Und das hat so viel mit mir ausgelöst, sodass ich bei dem zweiten Wert dann auf einmal 60 war und nicht mehr Mitte 40. Und das hat mich ganz schön ja mitgenommen, auch körperlich, habe ich gemerkt. Ich konnte heute nicht so, wie ich wollte. Und der Entwicklungsingenieur war etwas sauer, dass er nicht seine Werte hatte. Aber der mich getestet hat, sagt, ja, ich weiß ja, du bist sehr sensibel. Und ist ja besser jetzt im Test zu wissen, wie man dann damit umgeht, als dann nachher. Und für mich, ja, war das super Analyse meines Gesundheitszustandes. Ja. Weil ich ja als Testperson brauchte ich das mal nicht zu bezahlen, wisst ihr ja, alternativmedizinisch da mal 2 Stunden zu bezahlen, so Analysen ist ja dann auch nicht ohne. Und ja, so konnte ich, war ich heute so ein bisschen daneben und habe jetzt noch ein paar Hausaufgaben auf, weil wir dadurch ein paar Themen gesehen haben, die ich machen muss. Und ja, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das auf die Reihe kriege. Ich muss noch eine Aufstellung wahrscheinlich machen, vielleicht auch 2. Hat er mir aber gleich gesagt, nee, das nicht, den nicht, guck danach. So nach dem Motto, Aufstellung ist nicht Aufstellung. Also nun muss ich erst mal sehen, wie ich vorwärts komme. Also, ja.
so bin ich gerade. Und deswegen denke ich, ist mir auch kalt. Weil das sind jetzt nicht wirklich die Temperaturen, die sind jetzt nicht mehr so kuschelig, schon klar. Aber ich glaube, das ist das, was in mir arbeitet, was mich sozusagen frieren lässt, weniger die äußeren Zustände. Also, oder die für Temperatur so grundsätzlich verantwortlich sind, die meine ich jetzt mit äußeren. Das sind ja auch äußere Zustände, das Thema Tod und was weiß ich alles. Aber die meinte ich jetzt nicht. Ja, also von daher geht es mir nicht wirklich schlecht, aber so richtig gut, dass ich so richtig strahle, da fehlt halt noch was, da habe ich jetzt erstmal Hausaufgaben auf. Aber ich habe ja beim Universum bestellt, ich möchte mich entwickeln, also darf ich, meckere ich jetzt auch nicht und werde sehen, dass ich da einen Weg rausfinde und habe bestellt, es kommt dann auch die richtige Hilfe zu mir, also genau, also schauen wir mal, was sich da wie ergibt. Vielleicht seid ihr ja jetzt schon sozusagen das, was ich brauche. Keine Ahnung. So, Monja, du hast so gelächelt. Dann sag mir doch, bevor... Ja, beim Universum bestellen, da muss man sehr vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Weil manchmal kriegst du dann das, was du bestellt hast. Ja, ich habe zwar vor einer Viertelstunde noch gedacht, oh Gott, das ist schon so spät. Und mein Mann hat gesagt, hast du nicht Zoom? Na gut, also dann habe ich gesagt, ja, ich habe Zoom. Er passt immer genau auf, dass ich alle meine Termine einhalte. Wir waren gestern beide bei der Orthopädin, weil es jetzt 12 Jahre her ist, dass ich diese dynamische Hüftschraube bekommen habe, wie das so schön heißt. Und ich weiß nicht, wie lange so ein Ding hält, weil ich spüre halt immer was, ein bisschen. Und jetzt habe ich beschlossen, ich werde mal Gewicht verlieren, um das zu entlasten. Mit dem 16,8 und es wirkt und das baut mich derartig auf, immer wenn ich auf die Waage stelle, da bin ich ganz zufrieden, denke mir, na schau, es ändert sich noch was und das will ich jetzt weitermachen, bis ich habe in diesen letzten beiden, drei Pandemiejahren also wirklich mein Höchstgewicht erreicht und so geht es nicht weiter. Weil ich will meine Gelenke entlasten. Nicht, dass ich schön werden will, aber ich will meine Gelenke entlasten. Ich will nicht ins Spital jetzt. Also das ist sehr heikel jetzt ins Spital zu gehen. Ja, Licht und Dunkel. Wir zünden schon seit Beginn eigentlich des Ukraine-Kriegs jeden Abend, wenn es finster wird. Und da setzt jeden Abend früher eine Kerze an, die wir am Balkon stehen haben, eine Laterne. Das ist irgendwie ein Ritual, das mich ja, heller macht ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich, also jetzt ist Sommerzeit. Ne? Also das heißt, es ist eigentlich schon sehr finster, wenn jetzt Sommerzeit ist. Und wenn Winterzeit wäre, wäre es schon wieder noch ein bisschen heller. Also ich weiß wirklich nicht, ob ich Sommer- oder Winterzeit esse. Also ich bin da. Ich überlasse das denen, die vielleicht mehr davon wissen. Vor allem für die Bauern ist das sicher nicht sehr lustig und für die Kühe und so weiter. Ja, morgen kriege ich ein neues Buch, das heißt Medusa von einer Haynes. Und der habe ich, glaube ich, bereits Circe gelesen, also die alten Mythen. Ich habe jetzt irgendwo, weil wir uns mit Träumen beschäftigt haben, in der Peer Group habe ich festgestellt, dass Träume die Brücke zum Mythos sein sollen. Weil ich so einen Blödsinn oft zusammentraum, also von den Tagresten abgesehen. Und also das muss ich mir erst anschauen. Aber ich wollte die Medusa einmal aus einer weiblichen Sicht lesen. Nicht nur als dieses grässliche Geschöpf, das alle versteinert, die sie anschaut. Und ich glaube, das wird ganz interessant werden. Noch sieht meine Haare keine Schlangen, also ihr könnt unbesorgt sein. Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ups. Und es ist etwas, was doch auch eine Kontinuität für mich ist. Und dafür bin ich auch froh, weil
sicher sonst also alles derartig ändert derzeit, dass ich manchmal denke, es gibt es ja gar nicht. Und dann kommt schon wieder was. Okay, Heidi, ich gebe an dich weiter. Ja, danke. Ja, ich finde es dunkel irgendwie. Die Idee, da eine Kerze aufzustellen, die habe ich noch gar nicht gehabt, weil irgendwie ist für mich noch nicht wirklich Winter oder so, weil wir haben noch draußen Abendbrot gegessen und gestern war ich draußen mit einem Freund, der jetzt gerade gestern angekommen ist oder vorgestern, haben wir noch bis um 10 oder 9 draußen gehockt und es ist eigentlich noch warm genug, um draußen zu sein. Aber dann denkst du, ja, jetzt musst du langsam ins Bett und es ist Dusche und dann guckst du auf die Uhr und dann ist es, naja, eben 8:30 oder so und denkst, uch, normalerweise ist das ja erst im Sommer ist das dasselbe Gefühl um 10 oder um 11 oder so, nicht? Und ja, bei uns wird es ja im Winter später dunkel. Wie ist das? Im Sommer wird es früher dunkel als bei euch da oben im hohen Norden und im Winter wird es ein bisschen später dunkel. Aber dennoch, ich habe heute den ganzen Tag angefangen, Oliven zu ernten und gesägt und gemacht. Jetzt tut mir alles weh. Ne? Und ich habe mich dann erst mal hingelegt und geschlafen. Gott sei Dank habe ich einen Wecker gestellt, sonst hätte ich das möglicherweise verpasst. Mein kleines Hündchen liegt jetzt auch völlig platt da. Der hat einen Liebhaber vom Nachbarn und es ist auch noch ein junger Hund und die springen umeinander und küssen sich und also Wahnsinn. Also sie ist sexuell noch nicht reif, aber es ist eine Erinnerung dran, dass ich sie im nächsten Monat doch mal zum Tierarzt bringen muss. Aber es ist schön zu beobachten, wie die aufeinander rumspringen. Er ist sehr viel größer, der ist mindestens doppelt so groß wie sie, wenn nicht noch mehr. Und wie die so nett, sie ist völlig verliebt in ihn, glaube ich. Ist nett zu sehen. Ja, Dunkelheit, das Licht im Dunkeln sehen. Was könnt ihr dazu sagen? Außer der Kerze natürlich. Das Kerze hat was mit Weihnachten zu tun und für mich ist noch nicht Weihnachten. Also. Na, wirklich nicht. Also Kerzen. Ich habe das ganze Jahr über irgendwo Kerzen. Weihnachten ist dann wieder was anderes. Aber Kerzen sind für mich, also Kerzen anzünden vor allem. Ich habe gehört, da muss ich irgendwas in einem früheren Leben gemacht haben. Das ist ein Ritual, das ich also, ja, auch für mich allein beim Nachtmahl stelle ich mal Kerze hin. Also das ist jetzt, wenn es so finster ist draußen. Also Kerzen haben mit Weihnachten ja nicht unbedingt was zu tun. Für mich gehören die Kerzen zur Badewanne. Wenn ich mein basisches Bad mache und da eine Stunde rumliege, dann gehören für mich die, egal ob Sommer, ob Winter, ob hell oder dunkel, da kommt eine Kerze, da stehen die Kerzen und die wird angemacht. Also das gehört dann zur Atmosphäre dazu. Was ist denn das Licht im Licht und nicht das Licht im Dunkeln? Ich habe mir übrigens jetzt eine Hurricane-Lampe für innen bestellt. Also die kam schon vor 2 Tagen. Die so mit Öl, also Petroleum oder gibt es ja Lampenöl eigenes auch angezündet wird, mit so einem langen Docht extra noch dabei. Weil wir also irgendwo jetzt, ich bin ein Prepper, habe ich festgestellt, und ich will also vorbereitet sein, falls der Strom ausfällt. Und ich habe auch schon eine ganz tolle LED-Lampe, die mit Solar, also die ist unwahrscheinlich hell, mit Solar betrieben wird. Und auch ein Radio, das mit Solar betrieben wird. Und dann etwas, wo ich das Handy aufladen kann. Das ist auch, also da kurbelt man und man kann das Handy aufladen, sofern es ein Handynetz gibt dann. Aber irgendwo, glaube ich, hat die Dunkelheit auch damit zu tun, dass ich einfach mir möglichst viele Lichtquellen in letzter Zeit geschaffen habe, neue, und das kommen noch, die brauchen aber lang. Also, und ich habe noch eine Petroleumlampe aus dem Krieg, also aus dem Zweiten Weltkrieg, die hing im Keller, und das kann ich mir erinnern, und eigenartigweise hat die gehalten, weil es ist ein ganz ein dünnes Glas mit so einem Spiegel hinten, und das Modell gibt es jetzt auch noch, also das ist offensichtlich hat sich sehr bewährt.
Und die steht bei mir schon seit Jahrzehnten in der Küche und jetzt kann ich es nicht mehr aufschrauben. Habt ihr Erfahrung mit Kriechöl? Ob man das, wenn Metall auf Glas sich nicht drehen lässt, man das lösen kann am besten? Ist ja auch nicht. Na gut. Vielleicht mit Temperaturunterschied, heiß Wasser oder so? Ich habe noch ein Öl vor einigen Jahren, Jahrzehnten eingefüllt, aber seitdem habe ich es nicht mehr aufgeschraubt. Nun gut, also möglichst viele Lichtquellen, welche Art auch immer. Und ja, das Dunkel ist das Mysterium. Also an und für sich kommen wir nicht ums Dunkel herum. Das ist eine Kraftquelle. Isis und Osiris. Ah, ich gebe weiter. Ich komme es. Ich greife mal das auf, dass du gesagt hast, es ist auch, das Dunkel ist auch eine Kraftquelle. Und ich mag tatsächlich auch gern im dunklen Garten spazieren gehen. Ich mag kein künstliches Licht nachts im Garten oder so. Ich gehe auch gern mal in der Dunkelheit spazieren, ja. Und ich mag, ja, also wenn ich nicht gerade was machen möchte jetzt, dann mag ich die Dunkelheit wirklich auch. Sie hat was, dieses Samtige, ja, es hat was, es beruhigt auch mein Gemüt und für mich fühlt sich Dunkelheit auch geborgen an. Ja. Ja, ich finde auch Dunkelheit, wenn ich abends jetzt habe ich zwei Lampen an. Ich habe schon lange aufgegeben, diese Strahler, die so auf mich zustrahlten, wenn ich vor der Kamera bin, weil das ging mir so in die Augen. Und jetzt habe ich zwei Lampen an, LED-Lampen. Aber wenn ich alleine bin und vielleicht irgendwo Musik höre oder sehe, was auf dem Computer was mache, dann habe ich im Grunde nur diese 6-Volt-Lampen an und oft auf Rot oder auf Gelb oder so, auf eine Farbe. Und dann ist eigentlich ziemlich duster hier in der Bude. Aber diese einzelnen Licht und möglicherweise eben auch farbiges Licht, das finde ich schön. Und wenn ich dann doch mal in der Küche was machen muss und da mal ein Licht brauche und stelle das LED-Licht an und es ist wie, als springt dir das in die Augen. Das finde ich ganz, 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 ganz unangenehm. Und dann letzte Zeit habe ich den Trick raus, dann nehme ich eine Taschenlampe, um dann zu gucken, weil ich dieses helle Licht einfach nicht in meinen Augen haben will. Also Licht ist ja was Schönes, aber so ein künstliches Licht kann auch unangenehm sein, finde ich. Oder zu viel Sonne, wenn sie dir so direkt im Sommer in die Augen geht, ist natürlich auch nicht so ganz so. Ja, so richtige Dunkelheit kennen wir ja fast gar nicht. Also mit der ganzen Straßenbeleuchtung und von Ferne sieht man schon über den Städten so eine Lichtkugel eigentlich. Ich habe jetzt ab und zu die Gelegenheit, an einer Stelle, wo es also bewaldet ist und eben keine Straßenlaternen sind, ist es richtig ungewohnt, durchs Dunkel zu gehen. Und dann, also schon ganz gerne mit einer Taschenlampe, weil ich wissen will, wo ich hinsteige. Aber ich fände es auch, also ist so ein bisschen Abenteuerlust, reizt mich schon, dann auch ganz durchs Dunkel zu gehen und so tastend vorwärts zu gehen, ohne genau zu wissen, wo der nächste Schritt landet. Das ja. Licht im Dunkeln, ich lebe im Dunkeln hier, also da ist fast kein Licht direkt, in der Ferne dann schon. Und wenn so richtig dunkle Nächte sind, da ist der Sternenhimmel, sofern er nicht bedeckt ist, wunderbar, ja, wirklich. Und was ich liebe, wenn so langsam der Mond losgeht Richtung Vollmond, ja, und dann ist draußen so ein Licht, so ein sanftes Neonlicht, sagen wir mal, ja, also es ist nicht, das haut ja nicht so in die Augen, und da gehe ich auch gern ohne Licht irgendwo spazieren. Ganz im Dunkeln würde ich nicht gehen, weil hier gibt es zu viel Stolperstufen und Stolperfallen da. Ich kenne sie vielleicht einigermaßen, aber ich will nicht irgendwie mit den Haxen brechen.
Insofern gucke ich dann doch lieber, wenn ich gehen muss nachts. Aber bei Vollmond nicht, da renne ich überall hin. Das ist toll. Was Magisches, finde ich. Ich hatte zwei Bilder, auch dieser Sternenhimmel, das habe ich ja in Berlin nicht, auch bei meinen Eltern nicht, das ist ja zu dicht an Berlin dran, aber als ich dann letztes Jahr in Thüringen war und wir saßen dann da abends, die lauen Sommernächte, das war schön, weil das nennt sich zwar Stadt, aber da lache ich ja als Berliner drüber mit den 3.500 Einwohnern, ne? Und ich kenne 500 Meter weiter, ist der Ort zu Ende gewesen, also von daher war das für mich wie im Dunkeln. Und ich hatte ein zweites Bild, das war die Potsdamer Schlösternacht. Das hatte ich ja damals den Ikebana-Kongress so gelegt, wer früher anreist, und hatte da ein Kontingent an Karten organisiert. Und da war ich natürlich auch vorher zur Probe. Ich habe ja, muss man ja machen, oder? Man muss ja alles zur Probe machen. Und das fand ich schön, dass sozusagen abwechselnd Licht und Dunkelheit, und das war ja im August laue Sommernächte, und dann hatten die da, was weiß ich, Geschichtenerzähler an irgendeiner Stelle, an einer anderen Stelle, Sänger, also verschiedenste Sachen. Das war also ja einfach zu empfehlen. Es ist einfach nur schön, da dann bei lauer Sommernacht zu flanieren, und dann ist wieder so leichte Beleuchtung und ein bisschen was Künstlerisches, und dann geht man weiter und dann holt man sich was zu trinken und so. Also das war jetzt nicht wirklich ganz dunkel, aber es hatte irgendwie wieder was, und es war eben ganz anders, wie da auf Terrasse sitzen und in den Sternenhimmel zu gucken, so ganz einsam. Aber es hat beides seine Qualität. Also wenn ihr mal nach Potsdam fahrt im August, da ist die Schlösernacht, kann ich nur empfehlen. Kurze Frage, warum Schlösser? Ist da nicht eigentlich nur dieses Potsdamer, dieses, gibt es da noch mehr? Sanssouci? Ja, das kenne ich. Naja, ist hinten ja noch das neue Palais. Ah, okay. Und Schloss Sizilienhof, da ist jetzt nicht, das ist nochmal, aber nee, Potsdam ist schon, war ja Residenzstadt. Also da ist schon sehr schön. Ja. Aber Sizilienhof ist ein bisschen draußen, nicht? Nee, ich war auch ganz begeistert, als ich voriges, nicht letztes Jahr, sondern das Jahr vorher in Berlin war mit Hilde, und wo sie mich da überall rumgeführt hat. Das ist ganz toll, was da die Gebäude, die alle da in Potsdam da irgendwo im Park rumstehen. Ja, da ist einiges, genau. Die Orangerie noch und, genau. Vielleicht schaffen wir es ja mal, uns irgendwie zu treffen. Wir hatten ja schon mal angedacht, dass wir uns letztes Jahr ja eigentlich schon oder spätestens dieses Jahr in Wien treffen wollten. Vielleicht kriegen wir das ja mal irgendwann hin. Also Berlin würde ich gar nicht so empfehlen. Potsdam finde ich eigentlich viel schnuckliger. Ja, also für mich ist auch Potsdam so eine etwas kleinere Stadt. Auch der Kern von Potsdam selbst finde ich auch sehr angenehm, um durchzulatschen, ja. Ach, zu Licht und Schatten fällt mir ein. Ich glaube, wir haben gerade City of Lights in Berlin. Ich glaube, das sind gerade so ein paar wichtige Gebäude. Ging die Schlagzeile rum, Energiesparen nach 10 Tagen schon zu Ende oder so. Monja nickt, hast du auch gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen, aber bei uns haben sie also beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung und alles wird dezimiert und ja. Die hängt in den Bezirken, also Landstraße, da hängt schon die Weihnachtsbeleuchtung. Also ohne Weihnachtsbeleuchtung gibt es bei uns kein Weihnachten. Da wird doch nicht genug gekauft sonst, ne, wenn es finster ist. Also das ist doch ganz klar. Aber Sie haben auch schon gesagt, dass die öffentlichen Gebäude eine halbe Stunde nach Dienstschluss wird alles abgedreht. Und ja, es ist, ja. Und viele Supermärkte oder sonstige Geschäfte schließen jetzt früher. Also das nicht mehr um 10, sondern ne, um 8 oder um 6. Was ich auch nicht so schlecht finde. Aber wenn die Supermärkte und diese Läden alle kein Licht mehr haben, wird es sehr finster.
in der Stadt. Also das ist ganz klar, weil die beleuchten, vor allem in der Innenstadt, die beleuchten ja alles. Ja. Da ist ja eh schon finster geworden wie in den Insolvenzen, weil ja etliche Sachen, also ich finde, das sind massive Schließungen schon, also schon seit 2020 und das macht schon sozusagen einiges dunkler und nein, nicht gefährlicher, sondern ja, da fehlt einfach was. Wenn die zugeklebt sind und so, da fehlt einfach dann nicht nur Ästhetik, die auch. Wisst ihr, was ich meine? Ja, da fehlt die Lebendigkeit. Das ist für mich auch ein bisschen deprimierend, ne? Wenn Geschäfte geschlossen sind und dann, ja, wie gesagt, wie du sagst, zugeklebt. Das macht einfach eine unlebendige und eine traurige, das hat eine traurige Note. Hm. Genau. Weil da ist ja auch was passiert, ne? Das ist nicht einfach. Ja. Ich finde es auch eine Sicherheitsgeschichte. Also wenn ich durch eine Straße laufe, die eigentlich verlassen ist, da würde ich mich unsicher fühlen. Also, ne? Wenn das so Licht ist und so, dann kann man schon, also das ist ein subjektives Empfinden. Da habe ich das Gefühl, ich bin sicherer, als wenn alles so duster ist. Ich gehe ja selten durch solche Straßen, aber wenn es so war oder ist, dann ist mir das Licht ein Sicherheitsbedürfnis, sagen wir es mal so. Ich wollte noch was anderes zum Licht sagen bei uns. Die ganzen Straßenbeleuchtung, alles brennt und leuchtet nach wie vor, auch in der Ferne sieht man da die Orte, aber die Kirchen und die Schlösser werden nicht mehr beleuchtet. Es ist sozusagen das Zentrum und das, worauf sich das eigentlich mit. Jetzt haben diese Orte kein Zentrum mehr. Das ist irgendwie, jetzt läuft jetzt so irgendwie Larifari weg. Und das finde ich schon schade, muss ich sagen. Und das bisschen Licht macht es ja nur auch nicht, ne? Also denke ich, wenn man es nicht übertreibt. Und es gibt ja LED, die können es ja auch mit LED machen. Es brauchen ja nicht die alten Dampflichter sein, ne? Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja jedes Jahr Weihnachtsbeleuchtung auf unserem Balkon. Also ob mein Mann da jetzt weniger macht heuer, bin ich gespannt. Ja. Unsere Nachbarn, die haben es immer die ganze Nacht, also hellste Weihnachtsbeleuchtung. Und wir haben eher nur so ein bisschen, also auch bunt und um 12 oder um 11 automatische Abstellen. Also dass wir. Aber das haben wir immer schon gemacht. Und, ja. Aber dann ist es wirklich finster in der Gasse, finsterer in der Gasse, ne? Wenn man die Bäume, die wohnen. Und, ja, eben. Ja, von wem habe ich schon lange nichts gehört? Von der Anne. Ja, ich überlege gerade, wir reden so viel über die äußeren Lichter. Also vielleicht geht es eher jetzt in dieser Zeit darum, das innere Licht zum Leuchten zu bringen. Also da ist für mich das Symbol ist immer der Ginkgo-Baum, der sehr spät erst seine Blätter gelb färbt und dann abwirft und dann nochmal so wie eine Sonne unter sich hat. Die leuchten richtig. Und an so Tagen wie heute war es jetzt etwas trüb erstmal, denke ich immer, ja, es braucht jetzt die Sonne im Herzen. Die Sonne, die man hinter der Ramona sieht. Genau. Ja. Ja, schön. Und hier meine Krabbe. Die ist aber doch eigentlich mehr im Dunkeln zugange, nicht? Unter Wasser und so. Ja. Es ist einfach zur Deko, dass sich dann nicht nur an den klassischen Kissen, sondern dass das einfach. Ja, es war auch ein Möbelstoff, ein bisschen dunklerer Stoff, aber ich finde, das macht trotzdem gleich irgendwie. Also mir zaubern diese Figürchen immer ein Lächeln aufs Gesicht und ein Leuchten ins Herz. Schön. Ich wollte nochmal zu hell und dunkel. Also im Sommer, wenn es so eher hell wird, dann stehe ich ohne weiteres um 5 oder um 5:30 auf. Und jetzt schlafe ich sogar manchmal bis um 8, denke ich, was ist denn nun los? Aber und dann, wenn es im Dunkel wird, da habe ich das Gefühl, na eigentlich muss man jetzt ins Bett. Also dieser natürliche Rhythmus, der hat ja auch was für sich, nicht? Dass man dann in den Winterzeiten mehr ausruhen kann und im Sommer rennst du den ganzen Tag rum und machst Zeug, nicht? Von viele, viele, viele Stunden.
Und dadurch, dass wir das elektrische Licht haben, sind wir eigentlich aus dem Rhythmus rausgefallen als Menschen, nicht? Wir wissen gar nicht mehr, wer eigentlich der Grundrhythmus ist. Also ich weiß es noch ziemlich gut, weil ich eben mehr noch mit dem Rhythmus lebe. Aber so, wer dann um 6 aufstehen muss, im Sommer wie im Winter. Im Winter stelle ich mir das ganz schrecklich vor. Als Kind habe ich es auch gemacht, aber oder als Student und sowas, aber später nicht mehr. Ich würde gerne noch einmal zur Anneliese zurückkehren. Und zwar habe ich das jetzt als Frage formuliert, die ich jeder von euch gern stellen würde. Was lässt mein Herz leuchten? Du hast das so, die Ramona hat das also auch gesagt, ne? Das mit dem Herz leuchten. Also was lässt mein Herz leuchten? Aufleuchten. Ich glaube, bei mir ist es, wenn ich Dinge tue und in Flow komme, mit etwas, was mir am Herzen liegt oder was, man kann auch sagen, zu meiner Lebensaufgabe gehört. Das bringt dann so eine Erfüllung und es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt schwierig oder leicht ist zu tun, sondern einfach, wo ich das Gefühl habe, ja genau, jetzt bin ich am richtigen Platz. Das ist das, wofür ich gekommen bin, sozusagen. Wie spürst du das? Wo spürst du das? Ich bin dann automatisch in meiner Mitte und oft ganz versunken in meiner Tätigkeit, also oder ganz, ich gehe ganz auf in dem, was ich tue. Und es fließt einfach. Also für dich ist das im Flow sein, dass das Herz leuchtet. Ramona, was ist es für dich, außer 500.000 Oligarchen? Na, aktuell merke ich gerade, also es gibt, glaube ich, viele Kleinigkeiten, also dieses Flow kann ich auch unterschreiben. Wenn ich jetzt die Tage im Tiergarten war, eigentlich jeden Tag, weil heute war ich auch nicht, hat geregnet, aber da merke ich, es ist noch relativ viel Grün mit ein bisschen Gelb und es gibt so einige Bäume, die sehen aus wie so ein Feuer, wie so ein Licht. Und ich habe das Gefühl, als ob, wenn ich sozusagen in die Wahrnehmung, in die Resonanz gehe mit den Bäumen, manchmal ja auch Sträucher, als ob dann die Schöpfung das Licht anschaltet, und sie noch mal intensiver werden. Und dann merke ich, wie dann auch das Licht in mir, also wie das so ein Ping-Pong ist. Kennt ihr die Szene da von die Prophezeiung in Celestine, wo sie am Tisch sitzen und sich das hin und her, oder auch der Mann und das Kind und so, wo das dann sich immer weiter aufbaut? Das hatte ich jetzt ein paar Mal so im Kleinen. Also ich habe ja nicht die technischen Möglichkeiten, das zu sehen, aber es fühlte sich für mich so an. Ich fühlte mich an diese Szene auch dann sofort erinnert. Also, dass die Pflanzen natürlich intensiver waren, aber als ob auch so zwischen der Pflanze und mir da so ein Hin und Her irgendwie ist. Also, das fand ich faszinierend. Also, und ich muss ja eine Auswirkung auch auf Menschen haben. Also ich habe ja jetzt gar nicht mehr so oft die Blume drin. Ich habe die ja also die letzten 5, 6, 7 Jahre ganz intensiv getragen. Und jetzt so die letzten Wochen, Monate, so seit Sommer, bin ich da ein bisschen nachlässiger geworden. Und obwohl ich die nicht mehr drin habe, sind die Effekte ähnlich. Weil ich habe ja ganz oft mit der Blume beobachtet, dass die, wenn die Menschen mich im Tiergarten gesehen haben, dass das Gesicht von neutral oder teilweise sogar verbiestert dann auch freundlich und lächelnd, ja, wenn die mich gesehen haben. Und dann dachte ich so, okay, also früher habe ich mal gedacht, die Blume. Und das ist aber jetzt schon, wie gesagt, jetzt ja fast ein paar Monate, schon bestimmt 3 Monate oder so, dass ich immer mal wieder die Blume reinmache, mir sogar eine neue gekauft habe, als ich in Celle war, aber doch relativ
selten, dafür, dass ich sie ja früher eigentlich immer drin hatte. Also es ging ja gar nicht ohne, es ging ja gar nicht, dann war ich ja nicht angezogen. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, es ist nicht die Blume. Also es muss so die Ausstrahlung ja sein. Und das muss offensichtlich ja nicht nur beim Sehen, sondern ich habe das auch immer mehr in der Kommunikation im Sinne von hier Mails und naja, gibt es ja 5000 Kanäle mittlerweile, wo ich dann irritiert bin, wo ich so denke, okay, das muss also, die Energie muss mit den Worten oder über was jetzt auch immer, Telegram, Signal oder sonst was rüberfließen. Also an dem Punkt bin ich da gerade, wo ich das gerade beobachte und denke, okay, komme ich wieder auf eine andere Stufe. Und das erfreut dann auch mein Herz, dass ich sozusagen offensichtlich mit meinem Sein schon viel bewirke, weil ich mache ja oft in dem Moment gar nicht aktiv jetzt irgendwas wie meine Fische oder so, sondern im Moment geht es ja einfach darum, da zu sein, einfach genau, einfach sein und ja, das erfreut mich. Einfach sein. Mhm. Marie-Rose, was lässt dein Herz leuchten? Die Natur, Blumen und auch Austausch in Beziehungen, wenn das richtig, richtig schöne Beziehungen, das auch. Und bei mir ist noch was anderes jetzt gekommen, sofort eine so eine Assoziation. Licht bringt mir Freude und Dunkelheit bringt mir Stille. Ja, zum Beispiel hatte ich heute Morgen mit meiner Freundin, haben wir zusammen geguckt, welche Themen wir nächstes Jahr im Salon, im integralen Salon anbieten wollen. Und ja, da leuchtet mein Herz, weil das so gut passt zusammen. Das ist so ohne Anstrengung, wenn wir zusammen da denken können und zusammen sich was findet, Ideen findet und die sich so entwickeln von alleine. Ja, das würde ich auch nennen, da leuchtet mein Herz, da ist Freude in meinem Herzen, ja. Ich hatte auch noch, vielleicht, Heidi hat ja noch nicht gesprochen, aber danach können wir vielleicht weitergehen. Für mich war auch noch, ich habe in dem Buch von Wolf Mirko Weinreich das integrale Totenbuch, da sind Texte drin, ne? Und für mich, und da sind eben auch Texte drin, also dass beim Übergang, dass da so Licht entsteht, ne? Und einerseits assoziiere ich Tod mit Dunkelheit und andererseits eben auch mit Licht und was es in dem Bereich zu bedeuten hat. Ich habe auch gerade halt auch eine Freundin, die eine ganz krasse Krebsdiagnose hat und die das nicht überleben wird, wahrscheinlich. Und deswegen habe ich mich jetzt auch damit beschäftigt und mit ihr zusammen. Weil das eben auch Lichtphänomene eine Rolle spielen, genauso wie Dunkelheitsphänomene eine Rolle spielen. Also das würde mich noch interessieren, darüber ein bisschen zu reden. Also das kann ich bestätigen. Beim Tod meines Vaters habe ich plötzlich das Licht in ihm so aufstrahlen gesehen. Also es ist aus ihm buchstäblich herausgekommen. Also das Licht, das jederzeit in uns ist wahrscheinlich und wir es nicht zulassen, dass es so aus uns strahlt oder zulassen können. Oder, ja. Aber das Lichtphänomen, also das habe ich aus eigener Erfahrung gesehen. Ja. Heidi? Ja, als du vorhin gefragt hast,
Da ist mir sofort gekommen, Freude, wenn ich Freude empfinde, das ist Licht. Da geht Licht in mein Herz. Und dann ist mir, was die Ramona sagte, das Sein. Das hat mir gestern eine Bekannte zwei Videos geschickt von einer Frau, den Namen habe ich jetzt vergessen, die nur isst und sich in die Nähe von Tieren begibt und damit die Tiere beruhigt und so eine Art Therapie mit den Tieren macht. Also geschafft hat, dass ein kleines Pony, das sich immer aus der Herde raus und sich nicht drin hat nähren können, den anderen, dass einfach durch das, die sitzt da so einfach so da und wartet, bis es kommt. Und irgendwann kam das Pony und hat sie praktisch mit der Schnauze, ne, berührt und so. Und das hat mich komplett berührt. Das ist wie eine, ja, man kann es sagen, wie ein Licht in der Seele. Wenn die Tiere, es ist ja genauso wie die Menschen, wenn die Vertrauen finden und jemand das durch das bloße Sein es fördern kann, dass da eine Veränderung in dem Mustern oder in dem Empfinden von Wesen stattfinden kann. Hat mich sehr berührt. Ich meine, im Grunde ist es ja das, was ein guter Psychotherapeut vielleicht auch hinkriegt, aber bei ihr war es eben wirklich, sie saß da ewig da und wartete, bis die Tiere zu ihr kamen, auch die Pferde, die anderen, die großen Pferde und so. Es füllt mich mit Freude und mit Berührtheit und ja, man kann davon Licht sprechen, das aufgeht in der Seele, wenn mir sowas unterkommt. Sagt man nicht auch, dass... Ach, warst du fertig, Heidi? Ja, ich wollte nur die Monja fragen, weil sie ich habe das Gefühl, sie will sich rausschleichen, indem sie uns die Fragen gestellt hat. Ja, für mich war auch noch die Frage, sagt man nicht auch, Bewusstsein ist lichter, heller als jetzt Unbewusstsein, Unbewusstheit ist dunkler und dichter und Bewusstsein lichter und heller. Und ja. Was ist das schon wieder für eine Unterstellung, Heidi, dass ich mich rausschleichen will? Also unwahrscheinlich. Ich gehe gern zu euch in Resonanz. Also ich spüre das gut. Für mich ist es auch Freude, Licht. Und ich erfahre sie auch sehr deutlich durch den Hund meiner Tochter, die sich also vor Begeisterung, auch wenn sie mich am Tag schon mal gesehen hat, nicht halten kann. Und dann niest sie dann immer und wedelt und niest. Und ist also, und wenn ich habe mir gerade die Sneaker gebunden bei der Stiege und sie kam her und war endlich einmal ihr Kopf auf gleicher Höhe mit meinen. Da hat sie mich doch abgeleckt, hat mich nicht begeistert, aber es ist schon sehr herzig, so ein Tier. Und ja, es ist einfach die Freude auch, wenn die Enkel sich melden und so sind, wie sie sind, und aber sehr zugeneigt sind. Das ist auch sehr schön. Und Pflanzen, also die Natur auf alle Fälle. Also wenn die Blumen am Balkon, wir haben so einen Blaubaum und der ist nicht so klein, sondern der ist also riesig geworden und braucht dadurch viel Wasser und lässt dann immer gleich alles hängen. Und wenn ich ihn gieße, also dann rede ich ihm gut zu und dann strahlt er wieder und dann, ja. Lässt mich, also das gehe ich auch in. Also in Resonanz gehen ist für mich eigentlich, lässt mein Herz leuchten, egal ob also jetzt bei Ideen oder Begegnungen oder Wahrnehmungen. Also in Resonanz gehen, das ist es für mich. Also das Du ist für mich immer sehr wichtig gewesen, in welcher Form auch immer. Genug geredet und nicht geschlichen.
Marie-Rose, du wolltest noch irgendwas vertiefen, nicht? Wo magst du da weitermachen? Es waren die zwei Unterthemen. Ne? Was bringt Licht? Licht bringt mir Freude. Dunkelheit bringt mir auch ein Geschenk, ne? Und bringt mir persönlich zum Beispiel Stille. Und das andere war, was man so sagt oder was auch zellulär, glaube ich, überprüfbar ist, dass Bewusstsein mehr Helligkeit bringt und Unbewusstsein eher dunkel und dicht ist. Also das wäre noch ein Thema, was für mich wichtig wäre anzusprechen. Also da habe ich auch tatsächlich eigene Erfahrungen dazu. Immer wenn mir was klar geworden ist, eine Erkenntnis, die wirklich wichtig ist für mein Leben, dann sieht die Umgebung tatsächlich für einen Moment heller aus. Also wirklich, wie wenn ein Licht eingeschaltet worden wäre. Habe ich schon öfter erlebt und berührt mich jedes Mal wieder, wenn es so ist. Ja, man sagt ja auch, es geht mir ein Licht auf. Mhm. Also, das ist, und ich dachte eben früher, das ist nur so eine Redewendung, aber es ist bestimmt nicht so. Ach, die Redewendungen, die haben sehr viel auf sich, ja, habe ich inzwischen demütig gelernt. Können wir nochmal in die Dunkelheit gehen, was die bedeutet? Für Marie-Rose Stille. Für mich ist es einmal beängstigend und zum anderen gleichzeitig oder vielleicht nicht gleichzeitig, sondern in anderen Situationen wirklich wie eine Hülle, die mich beschützt. Je nachdem, wie ich gerade drauf bin und wo ich gerade bin. Und auch was magisch-mystisches irgendwie oft. Gerade wenn man in die Sterne guckt und dann kann man sich ja so vorstellen, da winkt einer von da oben. Ja, ich hatte, als Marie-Rose gesagt hat, Ruhe, habe ich gedacht, nee, für mich stimmt Ruhe nicht. Bei mir kam innere Einkehr. Also ist ja dann durchaus auch, also Ruhe ist ja dann ein Teilaspekt, aber wie das so ist. Das mache ich ja letztendlich auch ein Stück weit. Dadurch, dass der Tag nicht so lang ist, ich dann, wer gesagt, ich war jetzt heute nicht draußen, das ist prasselt immer noch so leicht. Also es war zwischendurch mal kurz ohne Regen, aber wenn ich dann gerade sowieso telefoniere oder einen Zoom-Call habe, dann verpasse ich das kleine Fenster und dann gibt es jetzt immer mehr Tage, wo ich dann gar nicht rausgehe. Ja. Gut, ich war vorhin kurz einkaufen, aber das war es dann auch. Weil mein Drucker hat die Grätsche gemacht und ich kam nicht mehr weiter, also musste ich. Nein, was muss man? Aber genau, da war eine höhere Notwendigkeit. Also, und ja, ich freue mich dann auch schon drauf auf den Winter, dass ich dann gewisse Sachen mir, also andere Sachen auch mache als im Sommer. Also, ich lese ja gerne, aber im Winter tendenziell, also dass ich, dann kann ich halt schon nach dem Kaffee quasi ins Bett gehen mit einem guten Buch und trotzdem irgendwie erst... Im Zweifelsfall wird es trotzdem Mitternacht, also eher selten bei mir, aber dass ich mich da dann vertiefe oder so. Oder und auch dieser Morgen, dass ich eben nicht aus Bett springe und sonst was mache, sondern einfach diesen Zustand nutze, um einfach zu reflektieren und zu gucken, was da kommt. Deswegen wahrscheinlich auch diese innere Einkehr. Also, ja. Bei mir ist es
also zumindest wenn ich aufwache und es ist draußen noch dunkel, habe ich das Gefühl, oh, ich habe unendlich viel Zeit. Also so eine Entspannung, mich nochmal ganz genüsslich auf mich besinnen oder die Zeit genießen. Und es gab aber auch schon Zeiten, wo ich irgendwie ziemlich viele Panikattacken hatte, wo ich dann nachts nur ruhig sein konnte, wenn es Licht brannte. Aber das ist glücklicherweise nur selten gewesen. Das wollte ich vorhin auch schon sagen. Es gibt Leute, die halten es überhaupt nicht aus, im Dunkeln zu sein und mit Licht schlafen und so. Das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mit Licht zu schlafen. Ich mache so Duschen, wie es geht, dann, und möglichst kein Licht reinkommen von irgendwelchen, ich habe ja so Nachtlampen, so ein paar an, damit ich ins Bad gehen kann, ohne so ganz winzige Dinger nur, dass ich einen Weg finde. Aber das mache ich so, dass ich die Tür zu habe, damit ich dich nicht sehe, dass, wenn die auf dem Flur sind und so. Also wenn ich in der Stadt sein, übernachten muss und dann wird es da nicht dunkel, weil da irgendeine Laterne vorm Fenster ist, das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig zu schlafen oder zu der inneren Einkehr zu finden, zur Ruhe zu finden. Weil ich bin es eben wirklich anders gewohnt, wenn du auf dem Plattenland bist. Da ist eben hell und dunkel noch wirklich unterschieden und für mich gehört zum Schlafen Dunkelheit. Mir fällt jetzt ein, diese Praxis der Tibeter, dass sich jemand, ich weiß nicht wie lang, ein Jahr oder so, in Dunkelheit begibt und also nur das Essen auch hineingeschoben bekommt, ohne dass Licht hineinkommt, zwecks Erleuchtung. Also ist die Dunkelheit die Quelle, die nicht vom Bewusstsein ablenkt. Ist es das? Ist es das? Oder ist es in der Dunkelheit sein, die Einladung in die eigene Dunkelheit zu gehen? Also ich weiß nicht, warum sie das machen. Und deswegen frage ich. Ich habe das schon in einem der ersten Bücher über Tibet, die ich gelesen habe, das war noch das Trans-Himalaya-Buch, ist das schon diese Praxis erwähnt worden. Und ich habe mir gedacht, oh Gott. Also aber offensichtlich wirkt es irgendwie. Ich weiß es nicht, wie er tut. Ich habe gehört, es gibt irgendwo in Deutschland, es ist aber schon ein paar Jahre her, da kannst du da hingehen an irgendeinen Ort und ich glaube 14 Tage in Dunkelheit sein, wo genau das, du kriegst da nur das Essen. Und ich glaube, hin und wieder, bin ich mir aber jetzt nicht sicher, ob du dann auch so eine Art Coaching-Session dabei kriegst oder nicht. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass davon berichtet wird, dass dann die Menschen, einige zumindest, so eine Art Lichtgestalten dann sehen. Ob das jetzt eine Halluzination ist oder sonst was, weiß ich nicht. Aber das scheint es zu geben, auch hier, unabhängig von Tibet, dass man in die Dunkelheit geht. Dunkeltherapie heißt es, glaube ich. Seltsamerweise fällt mir das jetzt erst ein, im Samadhi-Tank ist es ja dasselbe. Also da willst du dann, dass es dunkel ist. Also wir könnten ihn offen lassen bei uns, und das ist so konstruiert, dass das also durchaus auch offen bleibt. Und der Raum ist ja relativ nur gedämpft, Licht. Aber die meisten machen dann den Deckel zu, weil du... Und das ist, ich habe es eigentlich noch nie als dunkel empfunden drinnen. Also da ist dann doch das innere Licht. Ja, also das ist auch die Praxis der Dunkelheit, die wir da haben. Die also Meditations- und Schwerelosigkeit, ne, meditationsfördernd ist. Ja, ich glaube, im Buddhismus, die sind dann schon auch in ihren Gebeten drin. Also die halten sich mit ihren Gebeten auch an einem roten Faden fest. Ne? Ja. Also ich kenne eine Frau, die 3 Jahre, ich glaube sogar 2x3 Jahre in diese Dunkelheit ist mit dem Buddhismus. Ja,
Aber erleuchtet ist sie trotzdem nicht. Das ist ganz klar. So eine ja. Investition und es hat nichts genützt. Na, das darf nicht sein. Ja. Woraus schließt du, dass sie nicht erleuchtet ist? Was? Woraus schließt du, dass sie nicht erleuchtet ist? Ja, an ihren, an dem, wie sie in der Welt steht, was sie über die Welt sagt. Und ja, also da gibt es schon Unterschiede. Hm. Wie sie mit Ängsten umgeht, wie sie mit, ja, wie sie mit Urteilen umgeht, ist für mich ganz klar nicht erleuchtet. Aber ist das nicht Zustandserfahrung und also die Wilber-Combs-Matrix, dass sie vielleicht in einer gewissen Weise schon sein kann, aber in einer anderen nicht? Ja, ja, das. Das kann schon sein. Ne? Sie leitet schon auch Meditationen an und sie leitet buddhistische Spiritualität, also da Seminare an. Aber ja, und aber von der Komplexität ihres Weltbildes stimmt. Da ist sie nicht unbedingt auf dem höchsten Stand. Sag ich mal. Du meinst, wenn man erleuchtet ist, urteilt man nicht mehr? Was macht man da nicht mehr? Urteilt, du hast gesagt, sie. Also, nee, urteilen an sich nicht, das, wie man urteilt. Mhm. Das Wie. Worüber man urteilt. Ist da dieses. Und das gilt wirklich, wie Heidi sagt, die Wilber-Combs-Matrix, die gibt uns da ganz klar Aufschluss darüber. Da kann man ganz klar schon auch einordnen, wo jemand schwerpunktmäßig, ich sage jetzt schwerpunktmäßig ist, ne? Oder wo er in einem bestimmten Lebensbereich ist. Bei mir ist das Manjushri-Mantra, das ja zur Unterscheidungsfähigkeit helfen soll. Also es gibt eine Art der Erkenntnis, dass du schon auf eine Weise urteilst, also entscheidest dich für. Das ist ganz klar. Ja. Ich bin nicht von jenen, die sagen, man darf gar nichts bewerten oder nichts urteilen. Dann kann man keine. Weil dann kann man keine Entscheidung mehr treffen, kann man nicht mehr ins Handeln kommen. Mhm. Ich wollte noch, ich habe Bücher gelesen von den Kogis, dieses indigene Indianervolk aus Kolumbien. Und die suchen Kinder aus, die eben Mamas werden, Mamos werden, also die ihre Schamanen werden, und diese Kinder werden in der Dunkelheit gelassen. Die verbringen ihr Kind, also oder so war es in der Tradition, dass die Kinder in der Dunkelheit aufgezogen haben, damit sie wirklich feinstofflicher, affiner werden, gell? Also die sind sehr gut betreut worden, ne? Aber in der Dunkelheit. Und da sind eben auch jetzt Kogis, die hatten jetzt auch eine Tour durch den deutschsprachigen Raum und durch Schweden gemacht. Ne? Und da sind welche, die diese Kindheit hatten und also die man jetzt als Erwachsene sieht. Und die sind nicht gestört. Die sehen nicht gestört aus. Das fand ich ganz erstaunlich, weil erst hat die müssen diese Kinder in der Dunkelheit. Ne? Aber die werden irgendwie so betreut, dass sie nachher im Licht leben können als Erwachsene und trotzdem ein normales Leben haben können mit Familie. Und, aber diese Feinheit, diese subtilen Feinheiten, diesen Zugang zu subtilen Welten, den haben sie dann durch diese Kindheit, haben sie den eingeübt und sind da sehr performant drin. Du gibst mir ein Stichwort, Marie-Rose. Weil wir beschäftigen uns im nächsten Salon mit den subtilen Energien, das Exzerpt G von Wilber. Und er soll auch auf YouTube, er soll auch irgendeinen Vortrag dazu gehalten haben, den ich mir noch nicht angeschaut habe, muss ich gestehen. Vielleicht könnten wir auch mal über subtile Energien reden und was wir damit verbinden und wäre sicher auch interessant. Welchen Zugang wir haben, weil die sind ja auch dann wieder ein bisschen individuell.
unterschiedlich. Ja, gut. Ich notiere. Genau, ich wollte noch dazu sagen, was im Dunkeln aufwachsen ist ja nichts anderes als blind sein, also in gewisser Weise. Und von blinden Menschen weiß man ja, dass die ganz andere Fähigkeiten haben im Erspüren von den Dingen. Ja? Und das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Schule ist, um die anderen Sinne zu wecken, also auch die nicht blindlichen Sinne, sondern die intuitiven. Ja. Aber Blinde haben trotzdem die Sonne auf ihrer Haut, den Wind auf ihrer Haut, gell? Ja. Aber wenn man in einer Höhle oder in einer Hütte im Dunkeln, ja, da, ich habe mich echt gefragt, wie kann man da gesund bleiben? Mhm. Auch physisch gesund bleiben. Ja. Erstaunlich, ja. Okay, du hast aufgeschrieben, was wir das nächste Mal machen, liebe Monja? Ich habe aufgeschrieben, einmal subtile Energien und die meine Rosa gemeint, welchen Zugang wir haben oder was wären noch eure Vorschläge? Ja, gut. Ramona, mach auf, was sind die subtilen Energien? Ja, dann danke ich euch und dann noch einen kurzen Schlusssatz vielleicht. Ramona, aufwachen. Schlusssatz. Ich bin ganz bei euch. Okay. Krieg alles mit, ihr könnt ganz normal leise sprechen. Okay. Wobei ich werde sozusagen, wenn ich die Kiste ausgemacht habe, dann gehe ich in die Waagerechte. Mhm. So, hat mich sehr gefreut. Hat sich gelohnt. Freue mich immer, euch zu sehen. Und genau. Und jetzt gehe ich dann gleich in die Falle. Wen möchtest du denn als nächstes hören? Annalisa. Ja, ich bin wieder angeregt, mehr darauf zu achten, weil mein Herz leuchtet. Dankeschön. Dann schließe ich mich an. Mhm. Für mich war es irgendwie so, hat so der Fortlauf des Abends so was von einem trägen, gemächlichen Fluss gehabt, irgendwie so, ne? Und auch ein bisschen, als ob wir an der Essenz von Licht und Dunkelheit trotzdem wirklich nur so gerade mal angekratzt haben. Ja. Soweit von mir. Ich gebe weiter. Ja, danke. Ja, das stimmt. Und gerade dieses Gespür von so langsam, wie so ein Tier, was so langsam vor sich hinläuft, so war das heute gewesen. Vielleicht die Müdigkeit, die einige von uns hatten. Aber wir sind trotzdem doch in einem recht guten, ich will nicht sagen Flow gewesen, aber doch immerhin in einem Fluss. Und es kamen doch wieder einige Gedanken zusammen. Ich danke euch und dann bis nächstes Mal. Haben wir schon einen Termin?